Luc, vorhin ganz eine krasse Schlussphase. Es sind 3 Minuten vor Schluss noch 5 Goal im Rückstand. Am Schluss holt ihr das Unentschieden. Nimm uns mit, wie du das erlebt hast. Ja, ich bin zwar rausgekocht, aber ich glaube, wir sind echt dranbleiben. Ich habe vorher daran geglaubt, dass wir das Goal schiessen, das wir vielleicht in der ersten Halbzeit nicht gemacht haben. Und dann holen wir hinten 2 Bälle noch am Schluss. Und sie machen noch einen dummen Fehler beim Anspiel. So können wir es dann noch kehren und das Unentschieden rausholen. Wir sind lang im Rückstand gewesen, sind immer wieder ein bisschen hergekommen, dann wieder nicht. Ehrlich, hat man auf der Bank, auf dem Feld noch daran geglaubt, dass dieser Punkt noch möglich ist? Ja, wir haben immer daran geglaubt, auch in der Pause, wo wir irgendwie 5 Goal hinten sind. Wir sind dran geblieben und ja, unser Herz in die Hand genommen am Schluss, so alle jungen Spieler. Und haben so noch können drehen irgendwie. Jetzt kommt eine wichtige und intensive Phase auf euch zu mit 3 Spielen in den nächsten 10 Tagen. Sonntag zu Kreuzlingen, wie geht es mit dieser Partie? Ja, ich glaube, dort wird sicher Ron noch wieder einen Faktor spielen können, der uns heute leider gefällt hat, nach einer kurzen Anfangsphase von ihm. Und wir müssen genau mit der gleichen Intensität dort auf Kreuzlingen fahren und dann auch zu Bern spielen. Und dann ist in beiden Spielen alles drin. Jetzt seid ihr viel Junge, viel von Steffisburg oder sonst zusammenspielen. Was ist das für eine Situation? Wir wissen genau, wie viel spielt man, wann spielt man. Es kommt immer darauf an, wer krank oder verletzt ist. Wie erlebst du die Situation? Ja, ich bin auch so eigentlich ins Team hineingekommen, aber ich glaube, wir kennen uns alle so gut in diesem Team und alle Jungen kennen sich seit den Junioren und da ist es kein Problem, wenn man mal mit jemandem spielt, der mich seit Jahren nicht gespielt hat, das klappt einfach und wenn man Vollgas drauf geht, klappt es im Moment und das ist genau das, was wir brauchen. Also für dich geht es weiter morgen Abend mit dem Göpp, mit Steffisburg und dann am Sonntag in Kreuzlingen, weiterhin viel Erfolg. Merci, Luc.